Ich grüße euch, meine Lieben. Heute mit zwei Herren, einmal aus der Schweiz, einmal aus Deutschland, ich aus Österreich. Wir haben den Dachraum hier versammelt und es geht ja darum, ein Thema. Ich habe ihn oft gefragt worden, Ricardo, was hältst du davon, wenn die kleinen Kinder schon den ganzen Tag auf diesem Kastel in der Schule rumsitzen, dann am Handy rumsitzen, daneben ist überall ein WLAN-Router mittlerweile in der Schule. Wie geht's denen da? Und ich habe selber meine Erfahrungen mit Elektrosmog. Ich kenne das selber, wenn ich zu stark zwischen Elektrosmog und Handy und hier und da und WLAN und überall rumsitze, dass es mir nicht gut geht. Ich habe auch damals ein Video gemacht, wie wichtig es ist, sich dabei zu erden, also Füße auf die nackte Erde oder irgendwo eine Erdungsmöglichkeit zu machen, damit es da einen Ausgleich gibt. Jetzt haben wir aber viele Kinder, die haben gerade die Möglichkeiten nicht. Und es sind ja alles Schwingungen, es sind alles Ladungen. Und da gibt es zwei Herren, die kennen sich damit aus. Die haben sich lang damit beschäftigt. Und der Walter hat dann auch noch ein tolles Angebot für alle Lerngruppen im deutschsprachigen Raum. Aber das besprechen wir dann am Schluss noch einmal. Ja, meine Herren, schön, dass ihr dabei seid. Vielen Dank für eure Zeit. Und ich würde mal ganz kurz mit dir beginnen, Walter, dass du mal kurz zwei Minuten sagst, wer bist du und wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, Ricardo, ich freue mich, bei dir, bei euch zu sein. Und ich bin Walter Rieske von Genesis Pro Life. Also ich bin Entwickler und Inhaber von Genesis Pro Life. Und unsere Kernkompetenz liegt in den Bereichen, die Energien, die Energiefelder des alltäglichen Lebens, Handystrahlung, WLAN-Strahlung, 5G-Strahlung oder auch Erdstrahlungen oder selbst die Energie im Auto, im Elektroauto oder die Energie, die durch die Elektrifizierung der Häuser, da sind auch Kabel in den Wänden, wo elektromagnetische Felder entstehen, diese ganzen technischen oder auch geopathogenen Strahlungen, Erdstrahlungen, reichern wir so mit vitalisierenden Schwingungen oder Frequenzen an, dass das Ergebnis eben ist, dass wir aus stresserzeugenden Energien perfekt vitalisierende, wohltuende Energiefelder machen, selbst aus 5G. Ja, also es ist ja alles eine Art von Schwingung. So wie du sagst, dass die Erde gibt ja Schwingungen ab. Wir kennen ja die ganzen Frequenzen, die von der Sonne kommen. Und wenn man da diese Frequenzen ändert, dann tut das plötzlich gut. Ja? Ist ja auch, wenn wir mit dem Gehirn, was ist denn, wenn wir gut drauf sind und schlecht drauf sind? Das ist meistens nur eine Frequenzänderung. Und wie hat Tesla schon gesagt, ja, wenn man die Welt oder das Universum verstehen muss, dann denke in Frequenzen. Magst du noch ganz kurz deine Geschichte erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist, weil du hattest ja nichts damit zu tun. Und ich fand die einfach so schön. Okay. Wie mit deinem Hund auch. Ja, also ich hatte vor 15 Jahren inzwischen etwa ein einschneidendes Erlebnis. Und da hat sich dann auch wirklich sehr vieles bei mir geändert. Also ich hatte ein großes Gesundheitsnetzwerk aufgebaut, war unterwegs und wir mussten unseren geliebten Hund, einen altdeutschen Schäferhund, so einen Lanka-Schäferhund, den Aaron einschläfern lassen. Meine Frau und unsere Tochter waren auf der Terrasse und ja, hatten Tränen in den Augen und sie haben mich dann angerufen. Der Tierarzt hatte dem Aaron die Spritze gegeben und er wollte nicht gehen, er wollte sich von seinem Herrchen eben auch verabschieden. Er hat nach Herrchen gesucht. Und das ist mir so nahe gegangen, dass ich dann in meiner Gruppe gefragt habe, wo man einen Channeling machen kann, wo jemand ist, wo man eben ja vertrauensvoll hingehen kann. Und da hatte ich das Glück, ein sehr gutes Medium eben empfohlen zu bekommen. Und ich habe dort auch direkt mit meinem Aaron Kontakt gehabt. Und ja, daraus ist dann entstanden, dass ich weitere Channelings gemacht habe. Und in mir ist die Idee gewachsen, etwas für die Natur, für die Erde, für die Menschen, die Tiere tun zu wollen. Und ich bin dann im Grunde genommen geleitet worden. Und in einer meditativen Situation habe ich dann ein Symbol gesehen, die gekreuzte Unendlichkeit. Und habe gesagt bekommen, es ist dir gegeben aus der höchsten Quelle. Wenn du es verwendest, dann ist es verknüpft mit dem Energiefeld der Unendlichkeit und Ewigkeit. Und das ist die Energie, aus der das Universum entstanden ist. Und darauf bauen alle Produkte von Genesis Pro Life auf.
dass diese Energie die Leistung erbringt, um diese technischen Felder in lebensfreundliche Vitalenergie tatsächlich zu transformieren. Aber du hast auch eigentlich davor nichts damit zu tun gehabt, oder? Es war auch so etwas, zack, ins Leben hinein. Du hast auch mit Channeling und all diesen Dingen nichts am Hut gehabt. Und plötzlich, das wollte ich einfach so rauskitzeln jetzt noch aus dir, ja, weil das ist wirklich von außen irgendwo geführt. So wie ich mir nach meiner Schulzeit geschworen habe, ich betrete nie wieder ein Schulgebäude. Das entlockt mir auch ein Schmunzeln bei dir. Ja. Friedrich, dass du nicht ganz alleine bist. Ja, du bist aus der Schweiz und du bist ehemaliger Lehrer, oder? Ja, ich bin ausgebildeter Lehrer, habe unterrichtet, dann habe ich Geografie, Geologie, Biologie und Turnen und Sport an der ETH studiert und an der Universität Zürich. Dann habe ich unterrichtet wieder am Gymnasium. Ich habe auf allen Stufen unterrichtet. Ich war dann auch Privatdozent für Ökologie und Umweltsicherung an der Universität Regensburg. Denn ich war 15 Jahre in der Gletscherforschung tätig, weltweit. Ich musste herausfinden, wie sich die Gletscher bewegt haben in den letzten 10.000 Jahren. Hast du ein tolles Buch? Kannst du es mal kurz reinhalten? Ich fand das so richtig schön, aber wo liegt es? Ja, Moment. Das ist dieses Buch. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. 10.000 Jahre Gletschergeschichte der Erde. Der Erde. Mhm. Und das andere aus dem Wallis, 8.000 Jahre Walliser Gletschergeschichte. Und da war ich dann ebenfalls im Bau von Naturkläranlagen tätig mit Schilf. Und bin dann aber immer wieder in die Schule zurückgekehrt. Ich war Turn- und Sportlehrer 15 Jahre lang. Es war in einem Gefängnis, wo man Gefängnis. Mit Klientel, im Gefängnis, ja, wo man mit Klientel zusammenkommt, wo man eigentlich nicht so viel normalerweise zu tun hat. Das war für mich außerordentlich gut und hilfreich. Das habe ich sehr, sehr gerne gemacht, einfach an einem Dienstagnachmittag während der Schule. Mhm. Und dann war ich seit 40 Jahren auch immer interessiert an Wasserqualitäten. Und zwar nicht einfach chemisch, physikalisch, sondern in diesem Informationsbereich und im energetischen Bereich. Wir hatten da auch eine Gruppe, wo wir zusammen haben mit Waldsterben große Projekte angefangen haben. Du hast ja gesagt, du warst sogar vor Masaru Emoto, den viele kennen von den Wasserkristallbildern, an den Themen dran, hast du gesagt. Ja, da waren wir 20 Jahre vorher schon dran und haben solche Informationen bildhaft dargestellt und super Ergebnisse erzielt, dadurch, dass wir auch das Wasser in gesundes Quellwasser zurückinformiert haben. Und die Gemeinde Samstadt, die hatte die Chlorierung um 4/5 reduzieren können damals. Mhm. Und dann ist eben diese Person, das habe ich ja erzählt, ist dann eben gestorben. Und dann hat alles in dem Sinn bei uns wieder aufgehört. Aber ich bin mit all diesen bildhaften Methoden und Informationen über das Wasser und Energieinformationen natürlich auch von Anfang an vertraut und habe das damals schon den Studenten auch näher gebracht. Mhm. Dann bin ich also wieder in die Schule zurück. Ich bin jetzt seit 15 Jahren wieder in der sogenannten Realschule. Das sind die intellektuell Schwächsten bei uns in der Schweiz. Aber es sind die Schüler, wo ich einfach sagen muss, das sind die innerlich Stärksten. Die haben sehr viele Stürme erleben müssen. Die Eltern haben gesagt, bist du denn nicht in eine höhere Stufe? Bist du denn nicht einen Beruf lernen oder so? Und das war für mich sehr hilfreich, weil die Eltern waren einfach froh, dass die Kinder gerne zur Schule kamen und sie zu Hause nicht mit den Aufgaben beschäftigt waren. Ich habe dem Sinn nie Aufgaben gegeben, wo sie zu Hause dann, sondern ich habe gesagt, ihr habt Freizeit, wir machen den Stoff in der Schule und wenn ihr nicht rauskommt mit irgendwelchen Sachen, müsst ihr mich halt wieder fragen. Also das ist, ja. Ganz kurz, ihr seid ja dann aufeinander gestoßen irgendwann einmal. Und ihr habt es dann, es ging ja dann auch darum zu testen, okay, wie geht es den Kindern, wenn man gewisse Störquellen verbessert, entstört oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja? Das würde mich vor allem interessieren, weil es ja ganz viele Eltern gibt, die das kennen, das Kind ganzen Tag am Handy ist, es wird unruhig, es ist einfach dieses zu viel an Strahlen, was ja früher auch gar nicht gegeben hätte. Wenn man jetzt mal 50 oder 100 Jahre retour geht, das ist ja ein aktuelles Phänomen. Ja?
Und ich kann es ja von mir bestätigen, ja, und das hilft ja dann oft mal kurz rausgehen in den Wald. Ich habe den vor der Tür. In Berlin in der Innenstadt ist das ein bisschen schwieriger. Und du, Friedrich, du hast ja dann probiert, auch mit den Kindern, mit Produkten von Walter. Wie geht es ihnen dann? Du hast es auch kinesiologisch ausgetestet. Ich habe gehört, du hast da auch schon jahrelange Erfahrungen dann dabei. Was hat sich verändert bei denen, vorher und nachher? Ich kann kurz sagen, ich habe das abgemacht mit dem Schulleiter. Er hatte so einen Biophotonengenerator, so einen Stecker bei sich im Schulleiterbüro. Ich einen in meinem Schulzimmer. Wir hatten eine Schule mit fast 300 Schülern. Und ich habe dann geschaut, wie sich die sogenannten Bovis-Einheiten aufbauen. Bovis war ja dieser Physiker, der in den letzten Jahrhundert diese feinen Energien messen konnte. Und dann hat sich daraus ein System ergeben, man sagt Bovis-Einheiten, also 6.000 bis 7.000 Bovis-Einheiten draußen, das ist normal. Ein Kraftort hat zwischen 18.000 und 35.000. Das Interessante ist jetzt, im Schulzimmer, ich hatte natürlich viele Steine auch, ich hatte sehr schöne Bilder, hatten wir während 2,5 Jahren in meinem Schulzimmer nie unter 250.000 Bovis-Einheiten. Und im ganzen Schulareal mit Turnhalle und Spielwiese nie unter 25.000. Du hast ja gesagt, es sind auch die Krankheitstage und so total zurückgegangen bei den Kindern, oder? Ja, also normalerweise hat man meistens ein Kind pro Woche, fehlt irgendwie ein paar Stunden oder ein paar Tage. Und ich hatte während diesen 2,5 Jahren hatte ich etwa 20, manchmal 16, 17 Schülerinnen dieser Klasse. Und da hatte ich dreimal waren Schüler 3 Tage krank, also 9 Tage total. Sonst war nie jemand krank und es hat nie jemand gefehlt. Und auch ich war immer gesund. Hast du gemerkt von der Konzentration, dass es ihnen besser geht? Ja, vor allem konnten sie über 9 Stunden durchhalten. Das hat mir selber nichts gemacht, wenn sie am Abend noch richtig vital waren. Aber wenn zum Beispiel Lehrkräfte waren, die nur Englisch hatten oder nur Musik, dann haben die Schüler dann auch richtig, ich sage es dir, die Sau abgelassen, oder? Dass die, weil die so noch energiegeladen waren. Und wenn das Thema nicht gerade wirklich interessiert hat, dann haben sie das dann auch wirklich gezeigt. Und die Lehrpersonen mussten natürlich umlernen, mussten Gruppen teilen, mussten anders mit denen arbeiten. War für sie auch eine, ich sage es eben, positive Herausforderung. Also von daher ist das ganz gut gegangen. Haben die Schüler das selber, haben sie dir da auch Rückmeldungen dazu gegeben? Weil du hast ja auch gesagt, du hast mit den Schülern ja auch kinesiologische Tests dann gemacht, oder? Ja, also ich mache das seit 40 Jahren mit Schülern und Studenten und Erwachsenen, diesen Armtest und so weiter. Ja. Und habe da auch eine gewisse Erfahrung. Ich habe jeweils immer Wasser aus dem Hahn gelassen, hingestellt und wenn man dann die Hand so übers Wasser hält und den Armtest macht, hat man normalerweise, wenn das Wasser eben nicht gut ist, kann man den Arm nicht halten. Und das konnte ich immer zeigen und konnte dann auch einen Kristall reintun. Dann hat sich die Information verbessert und so weiter. Das sind Sachen, die man ja kennt. Und ich konnte alle diese Tests nicht mehr machen. Auch mit dem Handy. Ich kann ein Handy in die Hand nehmen, mache diesen Muskeltest und wenn der nicht irgendwie einen Schutz drauf hat, einen Handychip oder so, dann kann man den Arm nicht wirklich blockieren. Das habe ich mit Schülern auch schon oft gemacht, auch mit negativen Erfahrungen, mit Gedanken an Lehrer oder Handy ans Herz halten und zack, das hat alles nicht mehr, die haben nichts mehr halten können. Ja. Ja, und diese Versuche waren im ganzen Schulareal nicht mehr möglich. Weil alle waren mit dem Handy wie Beton. Was sage ich jetzt mal? Die konnten einfach den Arm halten, die Mädchen, alle. Die Burschen. Weil einfach dieses auch. Gesamtfeld einfach so stark dann schon war. Ja, und weil die Energie, die schädliche Energie in eine Art umgewandelt ist, dass sie für uns verträglich ist. Das ist ja dann das Besondere. Und es ist nicht so, dass man sagt, ja, die Energien werden gelöscht und jetzt ist ein wunderbar und so weiter. Nein, die Energie brauchen wir ja zum Leben. Die Energie wird einfach so umgewandelt, dass wir sie wirklich brauchen können, anwenden.
Und bei uns in der Schule hatte jeder einen Laptop. Wir hatten überall mit WLAN waren wir verbunden. Jeder hatte einen Laptop, also jeder. Laptop-Klassen. Ja, jeder hatte seinen eigenen Laptop. Der musste auch gekauft werden von Eltern, den konnten sie nachher auch mitnehmen. Und das war für uns natürlich ideal, auch dieser ganzen Pandemie, wo man überall mit diesen Zoom unterrichtet hat. Da waren wir also, glaube ich, natürlich gut dran. Aber ich wollte einfach sagen, dass wir diese Energien so hoch hatten, das war für mich natürlich auch ganz wichtig. Denn sehr viele Lehrpersonen, die gehen in ein, sie brennen aus oder die gehen in ein Burnout und so weiter. Das kennt man ja. Das ist einfach, weil sie sich in der Schule nicht aufbauen können. Mhm. Und ich kann mich in der Schule oder konnte mich immer in der Schule aufbauen. Die Schüler ja auch. Und ich war am Abend nicht müde. Das ist ja, also das sind da ganz große Vorteile. Ich bin jetzt 75, ich habe bis 74 die Schule gegeben. Du hast ja, also, du hast ja auch schwierige Klassen gehabt. Du hast ja auch Klassen gehabt mit schwer erziehbaren Kindern. Wie ist es denn mit denen ja, gegangen? Ja, also ich sage jetzt Ritalin gefüttert. Ja, ja. Ich wollte es nicht ja, so ausdrücken, aber ja. Nein, also es ist einfach schlimm, oder? Und alle, die bei mir in dieser Art behandelt haben oder mit solchen Dossiers bereits zu mir gekommen sind, die Dossiers habe ich nie angeschaut. Du kommst zu mir, es geht neu los und so weiter. Und die sind alle vom Ritalin weggekommen. Ich hatte auch einen Autisten. Das war am Anfang ganz schwierig, weil der saß an seinem Platz. Am Anfang muss ich dem immer kurz erklären, das ganze Programm vom Morgen. Und dann hat es da rechts nicht geklappt und hier nicht und hinten nicht. Und dann haben wir wieder umgesetzt, in einer Woche vielleicht 5-mal die Tischordnung gewechselt. Da ging er wieder in den das Nebenzimmer und hat dort wieder für sich allein gearbeitet, weil es nicht ausgehalten hat. Das ist alles verschwunden. Am Schluss konnte der in der ganzen Klasse irgendwo sitzen und arbeiten. Und der hat auch eine Lehrstelle und als Informatiker aus der Realschule ist natürlich ganz fantastisch. Was haben die Eltern gesagt zu den Veränderungen bei den Kindern? Haben die dich gefragt, hey Friedrich, was machst du hier in der Schule mit den Kindern? Also ich habe ja an einem Elternabend habe ich die Eltern das alles vorgestellt, habe es ihnen gezeigt, habe auch diese Blutbilder mit der Dunkelfeldmikroskopie habe ich gezeigt, wie sich das entsprechend verändert. Hast du die zufällig da, Walter? Ja. Also, das kennt man, diese Blutverklumpungen vorher, nachher, diese Geldrollenbildung und dann weg. Ja, super. Mhm. Ja, also und von daher muss ich einfach sagen, die Eltern waren, ich habe auch bereits einen Brief für die Eltern geschrieben, dass wir das in einem größeren Stil etwas machen wollen. Dann kam eben das Corona und dann hat das entsprechend aufgehört. Ich hatte eine Familie, die hatten auch den Biophotonengenerator zu Hause, hatten auch das Amulett und so weiter, hatten auch den Chip auf dem Handy. Und dieses Mädchen, ausgesprochen sensitiv und so weiter, hat immer gleich alle Energien, negativen Energien der anderen aufgenommen, ist krank geworden. Hm. Dann hat es zu Beginn hat das dann einfach 1-2 Tage gefehlt, auch in der anderen Klasse. Es hat dann gewünscht, dass es in meine Klasse kommen kann. Von einem höheren Niveau in ein sogenannt tieferes Niveau. Das war dann auch nicht mehr krank. Dem habe ich einfach gesagt, schau, dein Lernprogramm, du musst dich lernen abzugrenzen. Die Probleme sind bei den anderen, du kannst sie anhören, aber es sind nicht die deinen. Mhm. Also das ist dann natürlich andere Sachen. Man muss sich nicht vorstellen, jetzt habe ich diesen Biophotongenerator und jetzt sind alle Kinder lieb und jetzt ist alles wunderbar. Ja, ja. Es ist natürlich so, dass dadurch auch viele Dinge, die im Unterbewusstsein dieser Kinder sind, negative Sachen, dass sie gern Lobbying machen und so weiter. Das kommt dann auch zum Vorschein. Das muss man dann zeigen, schaut, es ist schön, die Energien sind stärker, das Negative kommt raus, es ist ein Reinigungsprozess und jetzt könnt ihr, vielmehr der, und man ja immer ein Opfer und ein Täter und dann kommt der Schulleiter und die Eltern und das Gespräch, das kennst du ja, wie das dann geht, dann ist jener, der eigentlich der Ursache
Also die Ursache war, dass das Ganze losgegangen ist. Der wird dann bestraft und so weiter. Und die andere, die sich hätte lernen wehren müssen, die ist dann die Brave und bei der passiert nichts. Und zu diesen Mädchen oder Burschen habe ich gesagt, du hast ein Lernprogramm, du musst dich einfach wehren. Und der andere zeigt dir das, fordert dich heraus und du müsstest ihn umarmen, dass er das all negativ mit Schulleid und so weiter straft, auf sich nimmt, um dir das zu zeigen, dass du dich weiterentwickeln kannst, ist doch wunderbar. Und wenn man den Schülern das dann dieser Lebendigkeit eben erklärt, dann sind sie total offen. Die verstehen das sofort. Deshalb war ich an der Realschule, eigentlich habe ich immer am liebsten Unterricht. Ich hatte ja auch Studenten und so. Und die Realschüler, die haben noch wenig Falsches gelernt. Mhm. Das ist ein ganz großer Vorteil. Und sie werden nicht so stark von den Eltern kontrolliert, dass wenn man eine Prüfung macht, dass die Eltern kommen, hey, sie haben den Fehler gesehen oder nicht gesehen, und da nicht so bewerten. Ich habe einen Vergleich gemacht mit anderen. Dem kann man dann ausweichen. Das ist also von den Eltern hier in den intellektuelleren Stufen, sage ich jetzt mal, einfach auch ein Druck auf die Lehrperson, die jetzt solche Versuche, wie ich sie da gemacht habe, nicht so einfach macht. Also Friedrich, das heißt, du hast eigentlich überall gute Rückmeldungen bekommen. Ja? Wie war es denn dann von den Eltern her? Haben die gemerkt, hey, die Kinder in der Schule sind anders und die berichten da etwas? Wie waren da die Rückmeldungen? Also die Eltern waren sehr zufrieden, weil die Schüler, Schülerinnen ohne Stress nach Hause gekommen sind, zufrieden waren. Das bringt schon sehr viel Frieden in die Familie rein, wenn die Eltern merken, die Kinder sind von der Schule nicht gestresst. Ja. Das haben sie mir wohl rückgemeldet, auch bei der Verabschiedung sich unglaublich auch bedankt, dass die Kinder bei mir zur Schule gehen konnten und dass alle in eine Berufslehre oder weiterführende Schule gehen konnten. Ja. Ich meine, dein Direktor ist ja mutig, weil viele Direktoren lassen solche Experimente ja gar nicht zu. Ich meine, was hat denn der dann positiv darüber berichtet? Würde mich auch interessieren. Also hat mich da sehr unterstützt. Mhm. Aber mit dem Corona war er dann so mit diesen Fragen und Masken und so weiter. Ja, ja, klar. Aber kein Kopf. Briefe da beschäftigt, dann war das andere einfach auf einer Nebenrolle. Und er war einfach froh, dass das Ganze sehr gut vorbeigegangen ist. Wir hatten ja auch in der Schule in dem Sinn auch keine großen Probleme in dieser Corona-Zeit. Aber darf ich es zusammenfassen? Das heißt, die Konzentration bei den Kindern war besser. Allgemein die Ruhe, dass sie also erstens mal mehr Energie über den Tag hatten, aber auch diese, so wie du gesagt hast, die Ritalin-Probleme und diese Aufmerksamkeitsprobleme waren ruhiger. Ich meine, das kenne ich auch von Kindern, die zwischendurch zum Beispiel rausgehen dürfen in den Park. Ja, also wir haben da wirklich manche Kinder, die haben gleich das Grün vor der Nase und jede Stunde dürfen die ein paar Minuten raus in die Wiese und spielen und dann wieder zurück. Da haben wir ähnliche Ergebnisse. Ja. Die Eltern haben es bemerkt und es gibt dann auch diese Sachen, wo du gesagt hast, manchmal haben sie auch ihre Themen leichter aufarbeiten können, oder? Ja, sie sind natürlich dann auch begeisterter von den Themen, die man dann bearbeiten kann oder Einzelarbeiten, die man machen kann. Und ich habe ja auch sehr viele Wettbewerbe, Zeichnungswettbewerbe, Umweltwettbewerbe, habe ich da mitgemacht. Und da haben wir immer wieder gewonnen und gewonnen. Wir haben, man darf es fast nicht sagen, aber wir haben diesen 8,5 Jahren, als ich in der letzten Schule war, für etwa 12.000 Franken Preisgelder reingespielt. Wow. Da haben wir dann Exkursion gemacht. Wir hatten natürlich auch gewisses Geld gespendet, mhm, und so weiter. Für Kühe, für jede Familie eine Kuh in Afrika und so weiter. Das war dann auf Französisch, der Austausch auf Französisch. Das waren dann auch die Ergebnisse. Mhm. Walter, du hast ja auch so Rückmeldungen, ich meine, du kennst ja von den Erwachsenen, aber jetzt ist ja auch von den Kindern, das ist ja auch Sinn und Zweck von dem Ganzen, ja, warum wir jetzt darüber sprechen. Aber du hast solche Ergebnisse ja bei ganz vielen Bereichen im Leben, oder? Das geht ja, ja auch dann für die Eltern in der Arbeit oder wenn die irgendwo im Büro sitzen und so, ist ja ähnlich, oder? Auf jeden Fall. Also es ist so, dass die Leistungsfähigkeit generell
gesteigert wird. Und ja, die Konzentrationsfähigkeit verbessert sich deutlich, die Gedächtnisleistung, die Abrufbarkeit von Themen. Und wir haben auch eine Einrichtung gefördert, wo Schwerstfälle im Themenbereich ADS, ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Schwerstfälle, die über das Jugendamt im Prinzip in diese Einrichtung gegeben worden sind, wenn sie in anderen Einrichtungen nicht mehr gehandelt werden konnten. Und diese Einrichtung, die von uns die Produkte eben erhalten hat, dort hat man dann Bio-Lebensmittel aus eigener Landwirtschaft, Obst und Gemüse genutzt. Dort wurde dieses Medikament, dieses Präparat, wo der Name ja schon mal gefallen ist, normalerweise ausgeschlichen über viele Tage oder Wochen. Mit dem Generator konnte das sofort weggelassen werden. Und die Kinder haben sich sehr schnell stabilisieren können. Also das hat ganz, ganz viele Effekte gehabt. Die Schlafqualität verbessert sich und man kann eben wieder richtig auftanken. In der heutigen Zeit wird ja kaum geguckt, ist der Schlafplatz jetzt auf einer Wasserader oder ist da ein Bänkergitternetz oder irgendwas. Wenn der Generator im Haus ist, dann korrigiert er das alles auf lebensfreundlich. Ich hatte einige Kinder, wo ich bei den Eltern zu Hause war, noch so ein altes Bett mit Metallrahmen, die Federn unten drunter, und dann die Steckdosen und die Kabeln direkt dran. Ich sagte, Leute, so baut man einen Elektromagneten. Ja. Und dann wundert die sich, warum das mit dem Kind im Schlaf und gewissen Dingen nicht funktioniert hat. Ja. Ja, Wasseradern sind halt ähnlich. Wasseradern, wenn du da drauf schläfst, dann entzieht es dir Energie. Du kannst nicht auftanken, sondern du wachst morgens auf und bist wie gerädert, weil du praktisch ausgesorgt bist. Es reduziert deine Energie. Wenn der Generator in der Steckdose steckt, dann hat die Wasserader so viel Heilinformationen, dass sie Energie zuführt. Also sie saugt nicht mehr ab, sondern es ist wie eine Heilwasserqualität. Einfach eine komplette Frequenzänderung. Wir kennen das ja alle. Wir kennen Plätze, wo man da hingeht, wo es uns hinzieht weltweit. Das ist ja bekannt. Ja. Wo wir merken, das tut uns richtig gut. Und wir kennen alle Plätze, wo es einen richtig aussaugt. Ich habe das zum Beispiel in Einkaufszentren. Wenn ich in Einkaufszentren in große gehe, ganz viele Handys, überall Strahlungen, überall bling, 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 Werbung hier, bitte komm hier rein. Ja. Ich komme da immer raus. Manche Frauen lieben dieses Shoppen, ja. Also ich gehe da rein und am liebsten in der Sekunde wieder raus. Ja. Für mich ist das furchtbar. Das zieht mir richtige Energie runter. Wo es mir auch manchmal so geht, ist Flughafen. Ja. Also da merke ich auch, da rennt so viel von den Frequenzen, geht es mir nicht gut. Ja. Und wir kennen es alle, wo geht es uns gut? Je weiter weg davon. Je mehr in den Wald, je mehr in die Berge, je mehr in Richtung Seen und Meer, desto besser geht es einem. Und es geht ja dann darum, bei dir auch, dass man das wie die kleine Krücke für zu Hause, die technische Krücke für zu Hause, ja, die Meer und Berg und Co. zumindest von der Frequenz her nachmacht und es einfach dann gut tut innerlich für die Kinder, ja, und auch für die Eltern natürlich. Naja, die Lebensvitalenergieeinheiten, diese Bovis-Werte, die gehen auch zu Hause weit über das hinaus, was man üblicherweise in der Natur findet. Also da musst du schon Glück haben, wenn du einen Kraftort finden möchtest, der eine Energiequalität liefert, wie du es zu Hause mit dem Generator hinbekommst. Also die ganzen vorhandenen Energien, und wir haben ja zu Hause richtig viel um uns herum, werden in biokompatible, wohltuende Energien umgewandelt. Ich meinte ja Krücke gar nicht böse. Ich nenne ja auch meine Wasseranlage eine Krücke, ja, weil ich sage, das Beste ist immer das, was es draußen schon gibt. Und wir machen hier in Wirklichkeit, machen wir Dinge, um zu reparieren, was wir da draußen an Blödsinn geschaffen haben. Ja. Ja, weil wir hätten das ja gleich richtig machen können. Man könnte ja auch bei einem WLAN Frequenzen so abändern, gleich vom Gerät heraus, dass wir die Probleme gar nicht erst haben. Das wäre ja natürlich der idealere Weg. Ja, oder das muss man halt ein bisschen basteln. In jedem Mobilfunksender so ein Generator und der strahlt sofort Heilenergie ab. Ja, also ich glaube, wir könnten da auch so viel noch ändern.
Aber zu dem Thema würde ich deine Videos, ich weiß, du warst beim Götz, wo ich auch ja war, da habe ich dich das erste Mal dann gesehen, war ein tolles Interview, wo es auch länger um deine Geschichte geht, um all diese Spezialthemen dann, wie funktioniert das, die würde ich direkt unter dieses Video auf YouTube drunter packen. Die sollten die sich bitte alle ansehen, weil wenn wir das jetzt hier in dieses Video hineinpacken, dann wird es sehr, sehr lange. Ich glaube, du hast dort schneller mal 1-2 Stunden auch darüber gesprochen. Man merkt ja auch, was das für innerlich bei dir einfach für eine Auswirkung hat, wie du dafür brennst ja auch. Ja. Also das verlinkt man alles drunter. Und ich würde noch gern drauf kommen, du hast ein ganz tolles Angebot gemacht. Das ist eigentlich auch der Grund, wo wir gesagt haben, okay, das müssen wir auf jeden Fall den Eltern auch erzählen. Du hast gemeint, ganz in unserem Sinne Wissenschaft frei, wir geben einfach Dinge raus. Es ist ein Resonanzgesetz da draußen. Es kommen Dinge auch wieder retour. So leben wir ja auch unsere Sachen. Und die ganzen Lerngruppen, ob das jetzt eine neu entstandene freie Schule ist, ob das eine alternative Lerngruppe ist, ob das jetzt Freilerner sind oder ähnliches, überall, wo Kinder sich zusammenfinden und sagen, wir wollen anders lernen, hast du gesagt, würdest du unterstützen? Und zwar eben mit so einem Generator, mit einem WLAN-Chip und du möchtest doch gar nichts haben dafür. Ja? Also... Und also ich finde das toll und übrigens, mein Lieben, das funktioniert, dass er das wirklich auch macht. Wir haben die ersten Lerngruppen auch schon damit ausgestattet und ja, alle anderen, die das eben wollen, würde ich um Folgendes bitten. Die Mailadresse, wo ihr das hinschreibt, ist direkt, also alle Infos, die ihr dazu braucht, sind direkt unter diesem YouTube-Video verlinkt. Dort schreibt ihr hin. Hier muss ich leider kurz unterbrechen. Wir haben im Video etwas gesagt, wo wir später drauf gekommen sind. Das ist steuertechnisch absoluter Mist. Wir müssen das ein wenig anders machen, weil sonst bekommen wir damit Probleme. Also, der Walter hat ja eben angeboten, er möchte die Lerngruppen unterstützen, weil wir da schon tolle Erfahrungen damit haben. Und jetzt läuft es folgendermaßen ab. Spürt so wie immer mal hinein, passt das für euch? Ist das von hier, also vom Herzen und vom Verstand her stimmig für euch? Wenn ja, wenn ihr euch die anderen Videos auch von ihm angesehen habt und sagt, ja, das ist richtig gut für mich, dann, wenn ihr etwas bestellt als Lerngruppe, die Eltern, bekommt ihr kostenlos die volle Ausstattung für die Lerngruppe mit dazu. Das heißt, diesen Konverter für den ganzen Raum, dann fürs WLAN oder was auch immer es sonst braucht. Das heißt, die Eltern, die sagen, okay, wir fühlen uns wohl, weil das ist eine Voraussetzung, man wird den Kindern nicht etwas geben, womit man sich selber nicht wohlfühlt, die geben eine Sammelbestellung ab, schreiben dazu, wir haben eine Lerngruppe, ihr müsst gar keinen Ort oder so dazugeben. Und wichtig wäre dann noch, in etwa wie viele Kinder und wie groß die Räumlichkeit ist. Also ist das wirklich nur so ein kleines Zimmer oder ist das ein Riesenhaus, wo sich die Kinder aufhalten? Das wäre noch wichtig, dass das richtig mitgeschickt wird. Ja, ich glaube, das wäre so ganz einfach. Also Eltern bestellen, schreiben dazu, hey, wir haben eine Lerngruppe, so und so viele Kinder, so und so ist die Größe. Dann kommt ihr das Ganze los und ihr bekommt das für die Kinder in kostenlos mit dazu. Wie wir es auch machen, sagt die Erwachsenen sollen sich die Dinge bitte selber bezahlen. Für die Kinder schauen wir, dass wir was Tolles hinbekommen. Ja? Kann ich das so zusammenfassen? Ja, perfekt, machen wir so. Ja, wunderbar. Vielen Dank auf jeden Fall dazu. Es macht nicht jeder, dass er was herschenkt, ja, auch wenn es um Kinder geht. Und ich würde die Eltern da wirklich auch bitten, beschäftigt euch damit, wir werden die anderen Informationen hier hineinstellen. Schaut euch das an, wenn ihr merkt, hey, von Herz und Verstand, so wie wir es immer sagen, hey, das fühlt sich gut an, dann bitte macht das, redet das in der Lerngruppe ab. Wir schicken euch das für die Lerngruppe zu, ihr könnt das testen, ihr könnt da reinfühlen. Und was dann jeder für sich privat noch dazu macht, ich kann es empfehlen. Wobei ich für mich sagen muss, ja, so will ehrlich, ich habe im Wald auch gesagt, ich bin nicht das ideale Testobjekt, weil ich merke nie was. Ich habe ganz viele solche Projekte, auch die Energieorte und Dinge, ich merke bei den meisten nie etwas. Und deswegen habe ich ja zum Walter gesagt, du musst das ein paar anderen schicken, die ich kenne und die müssen mir Rückmeldungen geben. Und die Rückmeldungen waren sehr positiv. Und daraufhin haben wir gesagt, okay, dann machen wir das natürlich gerne, weil ich bin da nicht der Referenzwert. Ich bin da irgendwie so ein Siebenschläfer, was das betrifft. Ja, Friedrich, okay, du hast kann tolle vielleicht Fragen. Das ja? Auch noch sehr unterstützen, dass man so etwas eben macht. Mhm. Es ist wirklich zum Wohl der Kinder. Ich kann eben die Erfahrung dieser 2,5 Jahre, kann ich wirklich, habe ich sehr, sehr positiv erleben dürfen. Und wenn nur die Kinder nicht krank werden, ist das für die Familien schon ein ganz, ganz großer Segen. Wobei Krankheit in dieser Zeit der Entwicklung ist ja auch ein wichtiger Prozess,
dass man einfach nicht sagen muss, ich will jetzt eine Schule ohne kranke Kinder, sondern Krankheit gehört eben auch zur Veränderung und zur Erweiterung der Persönlichkeit. Genau, also es geht ja um eine Reduzierung. Ja? Fieber ist ja was Reinigendes. Manchmal muss einfach mal was raus. Ja? Aber wenn es unterstützt, positiv, und du hast da tolle Erfahrungen dabei mit den Schülern, der Walter mit ganz, ganz vielen Erwachsenen. Ich habe jetzt schon die ersten Rückmeldungen dazu. Und ich weiß grundsätzlich, dass es solche Dinge gibt, die da eben auch funktionieren, weil alles eine Frequenz ist rund um uns. Ja, dann werden wir schauen, dass wir was Positives gemeinsam für die Zukunft machen. Meine Herren, danke für eure Zeit. Liebe alle anderen, liebe Eltern, alle Infos sind direkt unter dem Video. Schaut euch das Ganze an. Wenn es euch interessiert, meldet euch. Ansonsten danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Herzlichen Dank. Danke.